Servus und willkommen zurück. Es ist endlich soweit. Staffel 3 von Community Kopfbau. Ich habe euch wieder gefragt, ob ihr mir eure Videos einsenden könnt, damit wir uns die zusammen im Stream angucken und ich meinen Senf dazugeben kann, während ihr eure Köpfchen baut. Also falls noch jemand Tipps und Tricks braucht beim Kopfbau oder einfach mal mit seinen Kopfbau-Skills flexen will, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Es gibt natürlich wieder ein paar Regeln. Wir haben zwar keine Kopfbeschränkung, das heißt, ihr könnt Köpfe nehmen, wie ihr wollt, ihr könnt Pfeifen nehmen, wie ihr wollt, aber ihr müsst natürlich über 18 sein, wenn ihr teilnehmen wollt. Ne? Wir wollen hier nicht das Rauchen von Minderjährigen promoten. Ihr müsst 18 sein. Wenn das bei euch irgendwie knapp ist mit dem 18, dann schickt mir am besten ein Bild von eurem Ausweis mit, damit ich 100% safe sagen kann, der Junge ist über 18 oder das Mädel ist über 18 und dann ist das am einfachsten. Es darf natürlich keine Musik im Hintergrund benutzt werden. Nein, auch nicht, wenn du die selber gemacht hast. Auch nicht, wenn dein Freund der DJ ist. Packt einfach keine Musik in den Hintergrund. Dann haben wir keine Probleme. Ihr müsst natürlich euren Kopfbau zeigen und die Besonderheit in Staffel 3, ich würde gerne einmal euren Lieblingstabakmix wissen. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, könnt ihr mir auch 2 oder 3 sagen, aber irgendeine Art von Tabakmix-Empfehlung hätte ich gerne mit im Video drin, die ihr uns dann erzählen könnt. Das Video sollte maximal 10 Minuten gehen. Wenn ihr in 3 Minuten fertig seid, ist auch okay. Wenn ihr 5 Minuten braucht, ist auch okay, aber bitte nicht über 10 Minuten, damit es nicht so lange wird. Und das Video sollte in einem 16:9 Format sein. Das ist ein ganz normales Breitbildformat, so wie jedes Handy filmt und die Qualität sollte jetzt nicht aussehen, als ob du das mit einem Toaster gefilmt hast. Dann lädst du das Video als unveröffentlicht auf YouTube hoch und schickst mir an diese E-Mail den Link zu dem Video. Ich werde keine Videos downloaden, ich werde nur auf YouTube-Links klicken. Und dann seid ihr mit drinne und dann gucken wir uns in einem von den nächsten Streams deinen Kopfbau an. Also Randa, Video drehen vom Kopfbau, Lieblingsmix dran denken und dann Abfahrt. So, seid ihr ready? Wollen wir uns das erste angucken? Ich bin ein bisschen hyped, dass es wieder anfängt, muss ich sagen. Als erstes haben wir hier eine Einsendung vom Armin. Und ich habe nur die ersten paar Sekunden gesehen, weil ich checken wollte, ob das Video alle Regeln erfüllt. Und der Anfang war schon ein wenig verstörend. Ich fange einfach an. Wir gucken uns an, was der Armin uns geschickt hat. Wir sehen hier auf jeden Fall schon mal einige Tabakdöschen, ein paar Köpfe, Schläuche und der gute Herr hat eine Mose Verity, eine Aladdin, dann so eine El Nefis Tradi und das hier müsste eine, wie hieß die nochmal, Genesis? So Leute, was geht und willkommen zu meinem Kopfbau-Video. Armin, Community-Kopfbau, nicht Gymnastik-Kopfbau hier. Was war denn das für eine Action, Alter? Ich habe jetzt für immer Angst vor Armin, Digga. Der kann einfach Kung-Fu oder so. Warum ich so gerade so ausraste, weiß ich nicht. Aber ich fange jetzt einfach mal direkt an. Ciao. Armin einfach anders hyped auf Community-Kopfbau. So will ich das, Freunde. Dieses Niveau an Hype möchte ich in den Community-Kopfbau-Videos sehen. Ich habe ein paar Takes gebraucht, deswegen... Dieses Runterkommen war so funny. Guck dir dieses Hype-Level an und dann sein Gesicht innerhalb von 5 Sekunden so... Oh Gott, was habe ich getan? Ein paar Takes da hat er realisiert, was er gerade gebracht hat. Leider sind das meine einzigen Pfeifen, die ich habe. Hier die Genesis oder Genesis 350. Die Epochs, die Tradi habe ich mir einfach mal so geholt. Achso, wenn ihr Vape-Zeug habt, dann räumt das gerne weg. Wir sind ja nicht die Vape-WG, wir sind ja die Shisha-WG. Das war während Corona und meine neueste ist die Verity. So, das sind jetzt meine Köpfe. Oh, da fehlt jetzt ein Oblaco M und 2 Viral Globes. Einen schwarzen und einen weißen. Das ist doch ein Fake-Oblaco, oder, Armin? Den weißen benutze ich jetzt, werdet ihr gleich sehen. Das habe ich schon vorgedreht, den Kopfbau. Ich habe 3 Kalaut 1 Plus und 2 ältere. Wir switchen mal um zum Tabak. Oh, da fehlt ja was. Das meine Grape? Ah, Grape 2.0. Extra angemischt. Und Kaugummi-Zimt. Wild. Geh nochmal zurück. Wir wollen uns mal angucken. Also wir haben Kiki, wir haben Nagilem, noch mehr Nagilem-Shades, Black Nana, Traubenminze, Eiskaktus, ein Holster-Grape 2-Dose, auf der Ananas steht. Alfacher haben wir ja noch. Hier haben wir noch Savu. Okay, wilde Auswahl von ganz vielen verschiedenen Sorten. Das, meine lieben Leute, ist meine absolute Lieblingsmischung. Ansonsten... Really, Armin? Kaugummi-Zimt? Geil. Grape? Geil. Kaugummi-Zimt-Grape gemischt? Really? Würde ich sagen, gehen wir mal zum Kopfbau rüber. Ich würde sagen, wir bauen uns flott mal ein Köpfchen. War das sogar ein Übergang hier im Video? Würde ich sagen, gehen wir mal zum Kopfbau rüber. Ich würde sagen, wir bauen uns flott Wild, mal ein Armin. Köpfchen. Hier einmal Red Turtle, also Kaugummi-Zimt und Grape. Ja, das ist der Rest der Dose. Ich habe das die ganze Zeit nicht geraucht, weil die Dose ja jetzt 24,90 kostet und ich weiß nicht. Tut weh. Also wir rühren einmal kurz durch. Okay, Tabak umgerührt, wunderbar. Tabak locker fluffig in den Kopf. Ist schon recht feucht unten, ne? Aber so etwa, ja, 50-50, bisschen weniger Red Turtle, bisschen mehr Grape. Okay, bisschen weniger Kaugummi-Zimt als Traube. Minze, also hier ist jetzt ein Minzshot drin, aber wenn nicht, hätte ich nochmal marokkanische Minze oder so reingemacht.
Ich habe echt die Sorge, dass ich mir jetzt in der dritten Staffel, wir hatten ja schon in der zweiten Staffel, hatten wir fast keinen Kopfbau dabei, wo ich noch großartig Tipps geben konnte. Ich habe echt Angst, dass wir jetzt die Staffel 3 haben und ich mir das einfach immer nur angucke und ich einfach bei niemandem noch Tipps habe. Also auch nochmal der Aufruf an Anfänger, schämt euch bitte nicht mitzumachen. Das ist ja literally der Schlüssel von dieser Sendung, dass ich da was zu sagen kann. Also auch wenn ihr Anfänger seid, macht sehr, sehr gerne mit. Ich will nicht böse zu euch sein, ich will ja nur versuchen, ein paar Tipps anhand von Praxisbeispielen geben zu können. Ab und zu verschätze ich mich mal wie sie, dann wird es halt ein Vollkontakt. Dann wird es halt ein Vollkontakt. Ja, gibt Schlimmeres im Leben, ne? Nee, natürlich machen wir jetzt noch das Köpfchen hier sauber. Das wäre wild gewesen, Armin. Das verteilen, die Molasse hier, die Masse. Die Molasse-Masse. Die Mo-Masse? Ein bisschen eben machen. Ich würde es gerne nochmal von der Seite sehen, aber das sind schon geübte Handgriffe. Ruder drücke, innen wie außen, außen wie innen, oben wie unten. Oben wie unten, innen wie außen. Ne, ihr wisst ja, das ist kein Hexenwerk. Dann einmal den Rand noch abwischen. Ich benutze da immer ein Tuch. Warum jedes Mal Zewa benutzen? Ne, Marvin? Ja, fair front, Digga. Fair front. Ein Tuch zum Auswaschen wäre natürlich gut. Dann verschwendet man kein Zewa. Dann wäre es das auch schon. Sieht jetzt ungefähr so aus. Ja, das könnte auch wieder ein Vollkontakt geworden sein, ha? Ja, also keine Ahnung, ja. Man hätte halt diese Kleinigkeiten, diese paar Flöckchen, die da abstehen, hätte man jetzt noch fixen können. Aber wie wir schon damals festgestellt haben, Smokebox drauf. Fertig. Aber das wär's. Da wäre ein kleines Loch, Armin. Was ist hier passiert? Da hätte man vielleicht noch gucken können, dass er. Aber würdest du das schmecken? Wahrscheinlich nicht. Nee, natürlich nicht. Schmeiß mir erstmal die Kohle drauf. Dafür muss ich den Schalter hier anmachen. Das ist so ein guter Trick, den Kohleanzünder in den Kamin stellen. Wenn ihr einen habt und ihr nicht die Möglichkeit habt, draußen Kohle anzumachen, ist das der geilste Trick. Das haben wir auch schon mal gemacht. In der Wohnung, wo wir rauchen wollten und wir konnten die Kohle draußen nicht anmachen, haben wir auch den Anzünder in den Kamin gestellt. Dann kannst du hier die Klappe zumachen, dann zieht das alles nach oben raus. Das ist ein sehr, 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 sehr geiler Trick. Hab ich von euch. Ach, wild, du hast das sogar von uns, Armin. Ja, ja, wild. Nee, Armin, nee. Hat er nicht gemacht, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Achtet mal auf den Schlauchanschluss. Digga, was ist mit dir, Armin? Was ist mit dir? Ja, wir gucken weiter und wir versuchen es einfach zu ignorieren. Nice. So, den Aufsatz lege ich meistens auch so neben den Kohlegrill, dass das so ein bisschen warm wird. Schallern wir mal 3 Kohlen rein. Wir sehen hier eine sehr, sehr gute Gap. Also das ist auf jeden Fall ein schönes Vollkontakt-Setup geworden. So ein Video drehen ist gar nicht so einfach, ne? Wie es immer aussieht. Danke, Armin. Da bin ich so froh, dass diese Feststellung einige Menschen haben, die versuchen, da mitzumachen und dann alle mal auf den Film kommen. Das ist gar nicht so einfach, ein gutes Video zu drehen. Ja, was glaubt ihr denn, was ich hier den ganzen Tag mache? Formel 1 zocken oder was? Yes, 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 yes. Nee, das ist harte Arbeit. No, no, no. Man schwitzt, man hasselt, man macht und tut, aber wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft, ihr habt gar nichts gemacht. Wir haben zugeguckt und emotional Support gegeben. Emotional Support! Ihr habt ja gerade gesehen, die Kohle liegt jetzt seit 30 Sekunden drauf. Ich ziehe mal einen Zug, aber ich glaube nicht, dass da sich schon was tut. Zieh mal einen Zug. Ah, ein bisschen. Okay. Ein bisschen. Durchzug, bisschen Jock, aber echt? Bei mir immer so. Bei so wenig Kontakt? Wild. Weil ich baue das so gerne ein bisschen höher. Das Setup sieht so nice aus, hat er mir schon ein paar Mal gezeigt. Ich glaube, Armin hat das selbst 3D gedruckt. Sieht sehr, sehr geil aus. Und auch farblich, die Kombi. Ne? Weißer Kopf, weißes Sleeve, weißer Schlauch und noch das weiße Breeze 2 Sleeve auf dem Mundstück. Finde ich nice. Jetzt müsste es nur noch irgendwie weißes Carbon geben. Das wäre Killer. Aber ich glaube, es gibt kein Real White Carbon. Für den zweiten Zug. Wahrscheinlich Zug, oder? Das sieht doch gut aus. Ah! Ah, dachte schon, jetzt kommt der übelste Ring-Push. Oh. Ah, not bad. Not bad. Nice, nice. So. Ja, Rauchentwicklung. Was ich immer mache, ist die dritte Kohle oben drauf. Ich mache die nicht weg. Hätte ich halt Angst um Boden, ne? Hätte ich Angst um Boden. Aber Rauchentwicklung sieht nice aus. So habe ich es am liebsten. Das sieht so geil aus, wie der Rauch da einfach runterfällt. Super nice. Wie ein Vorhang aus Rauch. Schmeckt. So Leute, ich würde sagen, ich gönne mir noch den Stream und euch allen anderen viel Spaß. Also Leute,
Ich verabschiede mich, macht's gut, ciao. War nice, war stark. Also für die erste Einsendung sehr, sehr gut, würde ich sagen. Und Rauchentwicklung war bei Armin auf jeden Fall auch Killer. Kann man sich beschweren. So, hier haben wir noch das zweite. Und das kommt vom lieben Louis. Auch schon lange, lange Mitglied und der Ehrenmann, falls ihr euch erinnert. Auf Schmons Hochzeit hatten wir keine Kohle und keine Zange. Und Louis war der Ehrenmann, der einfach noch Zange und Kohle vorbeigebracht hat, dass wir auf Schmons Hochzeit eine schöne Pfeife rauchen konnten. Schauen wir rein. Louis, bist du auch noch am Start, ja? Boah, Digga, da geht die Tür offen, da stehen 5 Millionen Pfeifen. Und 3 Millionen Köpfs. Auf jeden Fall schon den Popo gespottet, die Oblakus Oh, okay, einige Oblakus gespottet. Pfeifen, Aeon, MacLeod, noch mehr MacLeod, Noob, noch mehr MacLeod, eine Blade, die 100k Aeon, SWG, let's go. Getränkekühlschrank, wichtig. Einiges an Tangiers am Start, wichtig. Einiges an Must-Have am Start. Sabu, Fuck Your Life, Darkseid. Also sehr wilde Auswahl. Sehr, sehr wilde Auswahl. Holster, Alfacher haben wir da. Nice. Und auf dem Fernseher noch Servus. Ein schönes SWG. Oh, mein Louis, was geht? Und noch die... Ich komme nicht auf den Namen. Honeysail. Ihr habt ja schon die Köpfe, den Tabak und die Pfeifen gesehen. Ja, das ist eine der Schmuckstücke, die leider hier nicht reinpasst, weil ohne Koffer kommt die hier nicht rein. Deswegen steht die bei mir im Zimmer. KS Nedros von MacLeod gibt es 100 Stück. Lul, das ist keine Honeysail. Ich war lost. Oh mein Gott. Das ist eine MacLeod XS Nedros. Wild. Die raucht heute der Ben, tatsächlich. Ich habe nur dieses Ding gesehen und dachte, das ist die mit dem Full Sleeve von Honeysail. Dann noch ein Schmuckstück. Ich hab dir nachgemacht, Marv, die schöne Odyssee. Wild, Digga. Was eine Shisha-Sammlung. Mashallah. Natürlich immer in der Kiste, weil die steht oben und wird sehr, sehr selten geraucht. Die wird heute nicht geraucht. Ist auch eine Pfeife für besondere Anlässe. Sehr wichtig. Wollte ich aber auf jeden Fall zeigen. Was noch geraucht wird, wir sind zu viert. Die Aeon XSWG, ne? Die raucht der Leonard. Nice. Der Sublieb, der Kameramann, der raucht die Fibonacci mit der Caesar Crystal X Case Grid Bowl in Blau. Sehr passend, sehr schön. Das ist ein nice Setup, ja. Helios 19. Wie, du rauchst nicht die SWG Aeon, Louis? Was ist das hier? Was soll das? Hallo? Nein, ihr habt sie am Einsatz, alles gut. Gold mit der schönen Caesar Crystal Bowl. Ja, ich würde sagen, entweder... Gucken wir, zeigen wir noch einmal kurz durch hier oder wir springen direkt in den Kopfbau, das wissen wir aber noch nicht. Kopfbau. Ich rauche hier ein Vosco Rimsia. Oh, nice, Maraschino Cherry. In Unglazed. Dazu gibt es bei mir... Jetzt bin ich gespannt, ob wir auch vier Kopfbauten sehen. Den Tangiers Maraschino Cherry mit ganz klassisch Kiwi Smooth. Das ist einer meiner Lieblings-Tangiers. Der Cherry... Ich glaube, ich habe den noch nie mit Kiwi-Smoothie geraucht. Mit einer meiner Lieblings-Tangiers-Sorten tatsächlich, mit dem Cane Mint. Same, Digga. Als ich das erste Mal Tangiers geraucht habe, habe ich genau die Combo Cane Mint mit Maraschino Cherry geraucht. Das war tatsächlich auch im Omera. Ah, wild. Was ja eigentlich jedem von euch ein Begriff sein sollte. Der kennt's nicht. Ich versuche immer, wenn ich... Für alle, die es wirklich nicht kennen, ist meine Lieblingsbar. In der Nähe von Frankfurt. Merloch baue. Erstmal generell komplett auf Optik. Also, finde ich sehr geil, dass wir auch Mehrlochköpfe dabei haben. Also das ist schon mal sehr nice. Lege ich erstmal keinen Wert, da ich den ganzen Tabak, den ich in den Mehrlochkopf baue, in einem zweiten Schnitt immer in eine leere Mischdose reinschmeiße. Einmal komplett mit der Gabel durchrühre, damit ich ein relativ gleiches Raucherlebnis habe halt innerhalb des ganzen Kopfbaus. Ja, gerade bei so unterschiedlichen Tabaksorten wie einem Kiwi-Smoothie, ein sehr feiner, aber feuchter Schnitt und einem relativ trockenen, aber auch feinem Tangiers, ist das schon ganz geil, wenn man da eine homogene Masse draus macht. Wenn du jetzt den Tangiers oben hast und den Kiwi-Smoothie unten, dann kriegt der fast gar nichts ab. Ne? Und im Mehrlochkopf natürlich noch schwieriger nebeneinander zu bauen als in einem Funnel zum Beispiel. Und dann halt im zweiten Schritt... mache ich dann erst den Tabak relativ ordentlich, sagen wir mal, in den Kopf rein. Und das ist auch genau die richtige Taktik. Erstmal in den Kopf, sodass man weiß, wie viel man ungefähr braucht. Dann mischen und dann gut Kopf bauen. Da ich finde, dass Tangiers und Must-Have beides sehr feingeschnittene Darkman-Sorten sind, wird er bei mir auch ein bisschen dichter gebaut. Aber dafür kriegt er im Mehrloch immer ein Loch in die Mitte. Das sieht mir aber nach sehr, sehr wenig Tabak aus bis jetzt. Dann halt dafür sorgt, dass du auf jeden Fall Durchzug hast. Also wenn ich mir hier oben den Rand angucke, sieht das nach sehr, sehr viel Abstand aus. Und das war es dann auch eigentlich schon so ziemlich. Es könnte nicht simpler sein, als ein Vosco Rimsia zu bauen. Also ich würde ihn deutlich voller machen. Aber gut, ist auch irgendwo Geschmackssache. Und ich habe jetzt nicht den Eindruck, als wüsste er nicht genau, wie er baut. Von daher habe ich da keine Sorge. So,
bis gleich. So, Grüße. Das Loch in der Mitte hätte ich wahrscheinlich weggelassen, weil wenn du fluffig baust, solltest du im Voskorims ja keine Probleme im Durchzug haben. Luis, ne, hier, Stonehooker Fastball, gelb, schön zur passenden Pfeife. Geraucht wird Space Flavor, sehr geil, mit Desert Eagle und natürlich ein bisschen Hooker Squeeze Kiwi. Geil. Ja, fangen wir doch direkt mal an mit dem Space Flavor. Frag mich jetzt nicht, was das für eine Geschmacksrichtung sein soll. Litschi, Rose und noch mehr Zeug. Exotische Früchte, Rose. Mäßig. Es ist einfach geil. Glaub, das kann Marv nur bestätigen. Ja. Ja, genau. Hätte ich jetzt auch gesagt, Richtung Litchi. Ja, mach mal so. Noch ein bisschen natürlich, weil wir wollen den Space Flavor ganz klar im Vordergrund haben. Das ist tatsächlich mein kleinster Stonehooker. Der andere, der grüne, ist etwas größer. Finde ich tatsächlich ganz geil, so einen kleinen Kopf, besonders jetzt mit der 25 Gramm Regelung. Da dürften ungefähr 25 Gramm vielleicht reinpassen. Und das ist der kleine. Ja, dann kommt der Desert Eagle dazu. Nicht zu viel, weil wir müssen den ja noch ein bisschen verteilen. Komm, noch ein kleines bisschen. Ja, reicht schon. Soweit. So gut, Luis. Dann machen wir das mal schnell hier. Bauen das hier noch ein bisschen ordentlich. Kommt ja eh nachher ein AMD drauf, insofern sieht man das ja eh nachher nicht so ganz genau. Hoppala, man muss ja natürlich auch in der Kamera bleiben. Ja, ist manchmal nicht so einfach, ne? Schön den Kopf bauen und dabei noch gut filmen, das macht es einem nicht gerade leichter. Ja, was glaubt ihr denn, was ich hier den ganzen Tag mache? Ich zock den ganzen Tag Formel 1. Ein bisschen den Rand frei machen, besonders gucken, dass nichts auf dem Rand liegen bleibt. Ein bisschen glatt machen, weil kommt ja noch Hooker Squeeze drauf. Ich habe mir tatsächlich in letzter Zeit häufiger angewöhnt, Tabak rein, dann Squeeze und dann verteilen, weil dann zieht die schon mal so ein bisschen mit ein. Also meine Lieblingsoption ist Tabak rein, dann Squeeze, dann verteilen. Finde ich persönlich am besten, aber das ist Geschmackssache. Genau, so würde ich es schon lassen. Dann kommt ein bisschen Hooker Squeeze drauf. Perfekt. Einfach Video gebombt, wer da angerufen hat. Keine Angst, ist nur meine Mama. Ja, alles gut. So, das war's auch schon und dann sehen wir uns gleich. Grüße. Beim Rauchverhalten. Jetzt kommen noch zwei Kopfbau. Hier ist der Ben. Oh, wild. Ich rauche hier den Moin, Ben. Blacko Stone, die Killerball-Variante davon. Blacko Stone Killer-Variante. Auch was, wo ich nicht gedacht hätte, dass wir den sehen. Und aber ich geil. Ich rauche Mastiff Mango Slang und den Blackburn. Digga, die Jungs haben gut Tabak am Start. Mango Slang, dann Blackburn Mango und noch Hooker Squeeze Passion Fruit Maracuja. Ecto Mango zusammen mit der Paste und. Meine Frage wäre, ob die ganzen Sachen in dem Raum allen vier gemeinsam gehören oder nur dem Gastgeber. Luis, die Frage kannst du uns doch bestimmt beantworten. Relativ simples Kopfbau-Video, es ist einfach nur ein Mehrlochkopf. Geht relativ flott. Verteilen den Tabak einfach einmal auf einer gleichen Höhe im Kopf. Nicht zu fest, nicht zu fluffig. So schön bedeckend, dass wir überall etwas Tabak liegen haben. Ich mache jetzt wieder Sabi nicht ein Loch hinein, weil ich der Meinung bin, dass das in der Killerball-Variante vom Oblaco Stone nicht nötig ist. Und in jeder anderen Mehrloch-Variante meiner Meinung nach auch. Krass, Luis schreibt das alles seins. Wild, Digga. Ey, ich hoffe, deine Freunde geben dir aber wenigstens was dazu, wenn du das ganze Zeug daran schaffst. Jetzt nehmen wir den anderen und klatschen da auch noch die Mangonote rein. Die ist ein bisschen süßer, finde ich. Also, die riecht vor allen Dingen auch ein bisschen süßlicher und künstlicher. Das ist ja auch nur mächtiger Mehrloch. Und aber wilde Sammlung, Luis. Geisteskrank, Digga. Für eine Privatperson. Krank. Facken. Das sau ist nice. So rein. Haben wir gleichmäßig irgendwie überall etwas bedeckt. Ich habe es jetzt nicht vermischt. Und ja, so würde ich es tatsächlich dann im Endeffekt rauchen. Das ist jetzt ungefähr... Nee, hat er gerade alles rausgekippt? Im Endeffekt rauchen, das ist jetzt ungefähr... Digga, wie belastend. Und jetzt ist die Mische da in die Dose gefallen. Oh, das müssen wir uns noch einmal angucken, ey. So würde ich es tatsächlich dann... Hey, zeig doch mal den Kopfbau, Ben. Oh, schön. Oh, nein. Nein. Emotional Damage. Das machen wir neu. Unfälle passieren halt. Der war ziemlich locker gebaut, deswegen ist er rausgefallen. Aber so sieht er jetzt fertig aus mit Paste drauf. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Aber Junge, der Zwischenfall. Autsch. Ich halte ihn jetzt mal gerade und nicht wieder schräg. Ja, besser ist es. Bleibt. Bis gleich. Nur der Rand ist noch ziemlich dreckig. Den hätte ich vielleicht noch sauber gemacht. Aber vielleicht hat er das dann nachher noch gemacht. Ne, Leonard, ich baue mir Brick pur. Ja. Was? Ich baue mir Grape pur? Ich baue mir Milrick pur. So, was? Ich bin der Leonard. Milrick pur. Digga, Leonard. Eieieiei. Milrick pur. Ach, den hättet ihr auch rauslassen können, Luis. Da hast du ja schon gedacht, na, da bin ich mal gespannt, ob der Marvin gleich was sagt. Natürlich, ganz kurz, den Schuh.
Nice. Den Ukraine-Litlip. Ich cash da rein, weil es SWG und ist der Ukraine. Ich cash da rein, weil es SWG. Richtige Einstellung. Ehre. Litlip. Man muss ja ab und zu auch mal daran denken noch. Ne? Ist ja immer noch dabei. 6 Monate. Bisschen erstmal aber auch dabei jetzt. Wichtig und richtig. Nach Bens Nerven aufreißenden Kopfbau muss man jetzt auch ein bisschen entspannen können. Ne? Und das normal. Deswegen pur Darkland. Eigentlich Tangius, aber... Ey, ich merke schon, die Technik vom Kopfbau, die rückt wirklich von Season zu Season weiter in den Hintergrund, ne? Grab Bock auf Merrick. Die Leute hier liebäugeln schon mit dem Wodka, um ehrlich zu sein. Es wird hier... Also die Luft wird dicker, ich sag euch so, wie es ist. Ja. Die Jungs machen sich auf jeden Fall einen guten Abend, ey. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Typen gesehen, der so lieblos Köpfe baut wie Leonard. Digga, ich verteile gerade nur den Tabak. Lass mich mal in Ruhe. Deswegen musste mich... Also auch eine wilde Technik zum Abkratzen. Lassen. Also, lass mich. Komm in die Kamera. Wir nutzen jetzt eine kasachische Granate. Oh, Schmutz. Hatten wir auch schon, ne? Ja. So. Das war's. Okay, das war jetzt ein sehr basic Kopfbau. Aber ey, solange es halbwegs verteilt ist und da jetzt die Smokebox draufkommt, ich wäre vielleicht nochmal ein bisschen mit der anderen Seite von der Gabel drüber gegangen, also mit der Stecherseite und hätte nochmal ein bisschen den Rand sauber gemacht und so. Aber HMD drauf und rein da, oder? Ah, er macht, glaube ich, gerade also, den Rand sauber. Wenn am Ende keinen Ring an der Smokebox ergibt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, der sieht schon. Ist ein wunderschön. Ja, geht da schon ein Stückchen rüber. Aber hier sieht man zum Beispiel, ne? Hier ist nicht so weit drüber und hier geht er schon sehr, sehr weit drüber. Also hätte man noch ein bisschen verteilen können, wenn man da in die Perfektion rein will beim Kopfbau. Schönes Köpfchen. Da fällt auch nichts raus. Wunderschönes Köpfchen. Bisschen auf Kontakt gebaut. Bisschen. Muss so sein. Auf der einen Seite ist super Vollkontakt, auf der anderen Seite ist Vollkontakt. So, die Köpfe laufen jetzt. Wir haben jetzt erstmal angeraucht, das will ja keiner sehen. Das dauert immer ein paar Minütchen, besonders bei den Killer Bowls. Ja, wir haben uns ein schönes Videochen angemacht. Unsere Pfeifen laufen alle. Oh, wild, ein alter Stream mit Ali. Rauchentwicklung sollte, glaube ich, mehr als genügen. Zeig ich mal her. Ja, nice. Oh, da kommt von der Seite auch nur die Wolken rein. Also, das kann man abschließend noch sagen. Wir zeigen gleich nochmal die Pfeifen, aber... Ich hoffe, geil. Es hat euch allen gefallen. Junge, hätte ich mit 19 so eine Sammlung gehabt und mit meinen Jungs in der Hütte gechillt, Shisha-Videos geguckt. Beste Leben, Digga. Beste Leben. Und wir sehen uns irgendwann im Live-Chat wieder oder mal wirklich in live auf irgendeinem schönen Event. Vielleicht nächstes Mal bei ohne. Und ja, ich sag mal danke und viel Spaß auch bei den weiteren Videos. Vielen lieben Dank. Boah, geil. Ich finde es auch cool, dass sie die zwei hohen Pfeifen hier reingestellt haben und die Köpfe so halbwegs auf selber Höhe sind. Und hier drüben hängt ja der Fernseher. Das heißt, jetzt kann hoffentlich noch jeder gut den Fernseher sehen. Sehr nice. Und auch Caesar Bowl, Caesar Bowl, Caesar Bowl und ja, die Aeon natürlich auf der Aeon SWG Bowl. Krass. Ah, wild. Ey, ja. Nice. Digga, sehr, sehr nice. Also absolut Killer. Beide Einsendungen sehr, sehr nice. Also Louis mit seinem Schuppen, mit den Pfeifen, mit der Kopfsammlung. Digga, warum habe ich jetzt Schluck auf? Also die ersten zwei Einsendungen sehr, 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 sehr nice. Ich freue mich auf die nächsten. Macht sehr, sehr gerne mit. Schickt mir gerne ein Video von eurem Community-Kopfbau, von eurem Lieblingsmix. Stimmt, die Jungs haben jetzt gar nichts gesagt, ob das auch der Lieblingsmix jeweils ist. So ein Ding ist das. Also auf jeden Fall mega nice. Wenn ihr Bock habt, auch ein Video mitzumachen, die Regeln habe ich am Anfang vom Video erklärt. Schickt mir gerne eins zu, dann gucken wir uns das auch im Stream an. Und dann bis zum nächsten Video.